Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt noch einmal ganz offiziell hier zum Bühnenprogramm auf der Plaza Stage. Schön, dass Sie bei uns sind. Und ich habe es schon in der Anmoderation vorhin erwähnt, es wird jetzt um einen Beitrag vom Deutschen Städtetag gehen. Es geht darum, wie wir unsere Städte und Kommunen sicherer, wie wir sie resilienter machen können. Denn Cyberattacken haben wir alle nicht erst seit ein paar Jahren auf dem Schirm, aber sie sind immer mehr geworden. Und sie betreffen eben nicht mehr nur die Bundestagsebene, sondern durchaus auch die Kommunen und die Städte. Und wenn wir jetzt mal an Anhalt-Bitterfeld letzten Sommer denken, da hat so eine Cyberattacke mal eben den gesamten Landkreis lahmgelegt. Und da sehen wir, die Kommunen haben hier echt Aufholbedarf. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal eine Stunde lang Zeit nehmen, genau darüber zu sprechen. Für die Moderation darf ich das Wort jetzt übergeben an Frauke Jansen. Sie ist Beauftragte für Digitalisierung beim Deutschen Städtetag. Ja, herzlich willkommen zum Format des Deutschen Städtetages hier bei der Smart Country Convention. Wie schon angekündigt wurde, ich bin Frauke Jansen, Digitalisierungsbeauftragte des Deutschen Städtetages und ich darf Sie heute eine Stunde durch dieses Format begleiten. Wir wissen alle, wir leben in bewegten Zeiten. Fast 3 Jahre Corona, seit Februar Ukraine-Krieg und jetzt Energiekrise mit allen Auswirkungen. Die Lage ist fragil und das betrifft auch Angriffsszenarien auf unsere Infrastruktur. Der Anschlag auf die Bahninfrastruktur hat das vor kurzem ja recht eindrücklich gezeigt. Wir haben uns deshalb entschieden, dieses Thema mal unter dem Blickpunkt Cybersicherheit zu beleuchten. Die zentrale Frage ist, was braucht es eigentlich für resiliente Städte? Wie sicher sind die Smart Cities in Deutschland und was können und müssen wir tun, um sie sicherer zu gestalten? Dafür gibt es heute eine tolle Runde und ich möchte sehr herzlich willkommen heißen Dominik Herbst. Er ist Bürgermeister von Neustadt am Rübenberge und auch Mitglied des Präsidiums des Deutschen Städtetages. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Er ist nämlich kurzfristig eingesprungen. Wenn Sie ins Programm geschaut haben, haben Sie gesehen, in der letzten Woche stand da noch Michael Ebling, der ist jetzt Innenminister. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Man kann sagen, das passt aber auch eigentlich ganz gut, denn Neustadt musste im Jahr 2019 einen relativ großen Angriff auf ihre Stadtverwaltung erleben und deswegen kann Dominik lebensnah aus der Praxis berichten. Mit dabei ist Julia Schütze, sie ist Cybersicherheitsexpertin und Projektleiterin der Stiftung Neue Verantwortung. Last but not least Jan Möller aus dem Smart City Referat im BMWSB, wo ja das zentrale Smart City Förderprogramm für Deutschland läuft. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und dass wir dieses wichtige Thema zusammen diskutieren können. Kurz zum Ablauf. Julia Schütze wird gleich einen Input geben, so circa 10 Minuten, um einfach mal ein Lagebild zu skizzieren für Deutschland, damit wir auch ein gutes Fundament haben für die folgende Diskussion. Julia, ich übergebe dir das Wort. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass dieses wichtige Thema genau auf dieser Bühne besprochen wird. In meiner Einleitung werde ich mich vor allem darauf beziehen, was staatliche Akteure in Deutschland gerade im Bereich Cybersicherheit machen und was das bedeutet auch für die Resilienz der Städte. Und zwar werde ich erst ein bisschen auf die Gefährdungslage eingehen und dann auf unsere Cybersicherheitsarchitektur und den Status quo dahingehend beleuchten und vor allem halt auch natürlich die Rolle der kommunalen Verwaltung mich darauf beziehen. Ich denke, einige von Ihnen kennen auch diese Schlagzeilen. Anhalt Bitterfeld wurde ja auch gerade schon erwähnt. Cybervorfälle betreffen kommunale Verwaltung direkt. Das bedeutet, dass dann zum Beispiel Fachverfahren nicht mehr verfügbar sind, zum Beispiel auch um Sozialleistungen auszuzahlen oder dass man den Führerschein anmeldet, bis zu halt der generellen Kommunikation in der Verwaltung. Kommunale Verwaltung ist aber auch zuständig für zum Beispiel die Kommunikation, wenn
ein Stadtwerk zum Beispiel betroffen ist und muss sich da auch in die Vorfallsbearbeitung einbringen. Jetzt sind die Slides einmal weg. Vielleicht können wir die Slides wieder sichtbar machen. Ich mache trotzdem schon mal weiter. Und zwar, genau, jetzt sieht man einmal, wir hatten 21 Vorfälle, die öffentlich waren. Die hat Esther Kern vom BIX einmal auch aufgearbeitet, was das sozusagen bedeutet. Wir wissen aber, dass es weitaus mehr Vorfälle gab, die nicht unbedingt so öffentlich analysierbar sind. Was es hier zeigt, ist, es betrifft auf der einen Seite wirklich Gemeinden, die unter 5.000 Einwohner haben, bis zu Landkreisen, Städten, die über 100.000 Einwohner haben. Und das liegt vor allem daran, dass eines der größten Herausforderungen Ransomware ist. Und Ransomware differenziert nicht unbedingt. Das sind hochorganisierte Gruppen, die auch Ransomware as a Service zum Beispiel anbieten, wo man dann Infrastrukturen buchen kann als kriminelle Gruppe und sich sozusagen erstmal anschaut, was kann ich denn kriegen, um dann die Ransomware auszurollen und dann auch Daten zu verschlüsseln und dann auch zu veröffentlichen. Was bedeutet eigentlich Resilienz? Beim IT-Sicherheit ist Ihnen vielleicht schon bekannt. Bei IT-Sicherheit geht es vor allem darum, den Schutz von Informationen zu sichern, also zum Beispiel die Verfügbarkeit herzustellen, ja, dass Webseiten zum Beispiel auf der kommunalen Ebene immer verfügbar sind für Bürger und Bürgerinnen, aber halt auch Vertraulichkeit zu schaffen von Daten, dass Daten auch wirklich nur gelesen werden können von einem Adressaten, aber auch die Integrität, also dass ein System oder ein Fachverfahren so funktioniert, wie es funktionieren soll. Was ich oft höre, ist, es wird dann über einen Doomsday nachgedacht. Es wird gedacht, ja, also wenn dann, wir haben jetzt irgendwie den normalen Zustand und dann gibt es vielleicht einen größeren Vorfall, dann ist gleich alles weg. So, das Ziel ist das Grundrauschen der Bedrohungslage, wo halt Cyberresilienz sozusagen greift, ist die Funktionsfähigkeit, die gesamte Zeit von zentralen Prozessen und Infrastrukturen aufrechtzuerhalten, auch bei außergewöhnlichen, halt bei, was wir sagen würden, das Grundrauschen von der Bedrohungslage und dann ein ausreichendes Niveau auch sozusagen zu erreichen. Was braucht man dafür? Man muss natürlich Vorfällen widerstehen können, man muss sie aber auch erstmal antizipieren können, also wissen, worauf muss ich mich eigentlich einstellen? Und man muss sich dann auch wieder erholen können und Anpassungen vornehmen. Das ist eigentlich der Kern der Resilienz. Wer muss eigentlich und sollte solche Resilienzfähigkeiten in Deutschland haben und wer kann und stellt sie eigentlich aktuell vor? Wir haben einmal bei uns in der SNV mal einen Überblick geschaffen von verschiedenen Cybersicherheitsakteuren in Deutschland, die sozusagen eine Rolle einnehmen in der Cybersicherheit, in der Cybersicherheitspolitik. Ganz oben sehen wir auch NATO-UN-Ebene. Das Wichtige ist so die orangene Ebene. Dann haben wir hier die Länder in Grau. Da haben wir auf dem Bundesebene 82 Akteure und auf der Länderebene 182 Akteure. Nicht alle machen operative IT- und Cybersicherheit. Von denen machen, von den gesamten Akteuren machen 125 Akteure operative IT- und Cybersicherheit. Das ist aber von den gesamten Akteuren von 384 insgesamt. Viele machen auch Policies, Strategie, Info und Kooperations, dienen als Info- und Kooperationsplattform, aber halt auch dienen, machen Aus- und Weiterbildung. Wir haben ja heute gerade schon auch von Frau Faeser gehört, dass es noch ein neues Kompetenzzentrum geben sollte. Zum Beispiel, das wäre dann noch hier noch nicht abgebildet. Was ist aber wichtig? Die kommunale Ebene ist unten in Gelb. Wir haben momentan erstmal nur die Spitzenverbände. Warum ist es so? Im Endeffekt müssen alle kommunalen Verwaltungen diese operative und IT- und Cybersicherheitsperspektive einnehmen. Das Problem wurde gerade ist nur, dass alles kann, nichts muss. Ja, also in der Realität sind die ganz unterschiedlich aufgestellt, natürlich Gemeinden, Landkreise, Städte. Sie müssen aber sich eigentlich alle mit Absicherung von den IT-Dienstleistungen beschäftigen. Sie müssen auch diese Cyberresilienz aufbauen, ja? Also Vorfälle eigentlich antizipieren können, dann auch widerstehen können und sind natürlich dann auch für die Reaktion zuständig, wenn etwas schiefläuft.
Dabei können Sie sich orientieren, ja, am IT-Grundschutzprofil, auch halt an dem Business Continuity Management Standard des BSI. Also auf der technischen Ebene ist eigentlich relativ klar, was getan werden muss, um so eine Resilienz aufzubauen. Aber es ist nicht verpflichtend. Ja, auch die Leitlinie für die Informationssicherheit der öffentlichen Verwaltung gilt für den Bund und das Land, aber nicht für die kommunale Verwaltung. So, deswegen haben wir eigentlich gerade einen Flickenteppich auch an Kapazitäten, auch an Fähigkeiten sozusagen in Deutschland, wo wir nicht genau sagen können, wie gut sind wir eigentlich gerade. Das sieht man auch darin, nochmal zurück auch zu der Studie von Frau Kern. Hier fällt auf, wenn wir uns die Funktionsfähigkeit angucken, also was Resilienz eigentlich ist, wir wollen eigentlich, dass keine IT-Dienstleistungen einfach nicht mehr verfügbar sind. Das haben wir in diesen Fällen oft nicht geschafft. 41% bei den Vorfällen, die Frau Kern ausgewählt hat, die 21, waren 41% die Dienstleistung für eine Zeit nicht verfügbar. Bei manchen ging das nur von 3 bis 7 Tagen, bei einigen aber auch über mehrere Monate hinweg. So, das ist ein Zustand, wo wir sagen können, gut, in diesen Fällen waren wir nicht besonders resilient. Ausgangslage. Natürlich gibt es dafür Ursachen. Kommunale Verwaltungen haben halt bestimmte Bedarfe, die jetzt momentan auch nicht unbedingt so erfüllt werden in dem Maße, dass wir diese Resilienzfähigkeiten auf der Ebene haben. Von Personal natürlich auch Expertise. Es braucht natürlich auch einen gewissen Erfahrungswert und vielleicht auch mehrere Vorfälle etc., dass man sich sozusagen auf so einem Niveau bewegt, wo man halt der Bedrohungslage auch Herr werden könnte, als halt natürlich auch Finanzen. Jetzt haben sich Bund und Länder natürlich gedacht, okay, das ist nicht gut, wir müssen jetzt hier einiges machen. Deswegen gibt es ja auch viele Akteure, die sich damit beschäftigen und die implementieren weitere Angebote und schaffen Strukturen. Zum Beispiel, wer hilft denn? Ja, also das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hilft kommunalen Verwaltungen nur bei einem schweren IT-Sicherheitsvorfall, bei einem herausgehobenen Fall. Ja, da kann das BSI zum Beispiel unterstützen. Wenn jetzt aber mehrere herausgehobene Fälle gleichzeitig passieren, dann kommen wir komplett an die Grenze. Wenn jetzt ein Vorfall zum Beispiel für eine Stadt schon herausgehoben wirkt, weil einfach bestimmte Dienstleistungen nicht verfügbar sind, dann muss das nicht gleichzeitig heißen, dass das fürs BSI auch schon ein herausgehobener Vorfall sein muss und die sozusagen unterstützen. Deswegen brauchen wir eigentlich auf der Länderebene, aber halt vielleicht auch unter Kommunen unter sich, auch andere Modelle. Und das sehen wir halt auch, dass zum Beispiel im Anhalt-Bitterfeld bei jetzt wirklich mir auch Katastrophenfall ausgerufen. Da hat nicht nur das BSI unterstützt, dann kam auch noch die Bundeswehr, das ZERT Nord, das Ministerium für Finanzen hat eine Rolle gespielt. So, da sind sehr viele Leute sozusagen erstmal auch zur Unterstützung gekommen. Aber das ist jetzt ein Fall und das ist halt ein Landkreis. Auf Bundesländerebene. Da ist es gerade so, dass wir eine sehr hohe Diversität haben. Also verschiedene Bundesländer haben ihre eigenen Strukturen geschaffen, ihre eigenen Angebote. Und das reicht von ein kommunaler IT-Dienstleister wird beauftragt, bis zu wir bauen selber eine eigene Behörde auf. Und dann heißt es natürlich auch, dass es Unterschiede gibt, was bereitgestellt werden muss. Es gibt in einigen Bundesländern, in 6 von 16 zum Beispiel, Warn- und Informationsdienste, die können dazu beitragen, dass Kommunen eine bessere Vorstellung haben, was für Vorfälle sie sozusagen antizipieren müssen. Es gibt aber auch operative Unterstützung. Das Problem ist nur, das heißt nicht, dass es für alle Kommunen in Deutschland gleichermaßen verfügbar ist. Ja, viele der Services sind natürlich jetzt erstmal regional verfügbar und es gibt auch nicht unbedingt eine Art Angebotsstandard. Also wie muss ein Warndienst aussehen, damit er auch wirklich seine Wirkkraft erzeugt? Außerdem gibt es auch fehlende Synergien, ja, in der Struktur natürlich. Manche Dinge sind hilfreich, wenn man die auch über Länder hinweg macht. Und es werden auch nicht momentan alle Zielgruppen erreicht. Also es gibt immer noch, gerade was so die politische Ebene angibt, Luft nach oben.
Das Fazit momentan also ist Status quo. Eigentlich wissen wir auf der operativen und technischen Ebene ganz genau, was getan werden muss. Aber auf der politischen Ebene, was positiv ist, es wird erstmal viel ausprobiert, aber es gibt da noch nicht unbedingt diese Good Practices, das sind die Strukturen, das sind die Formate, die wir jetzt überall umsetzen müssen oder die wir jetzt zum Beispiel poolen müssen, damit sie ihre Wirkkraft erreichen. Ja, das ist der Status quo und ich freue mich auf den Austausch, denn natürlich ja, ist die Frage, wie resilient sind wir, aber halt auch, wie können wir noch resilienter sein, wenn wir es noch nicht sind, was ich ja gerade dargelegt habe. Dankeschön. Ja, Julia, vielen Dank für diesen Input und sozusagen, dass du uns jetzt in die Lage auch versetzt hast, die Diskussion auf einer guten Grundlage zu führen. Ich möchte als erstes gerne an Dominik und Jan die Frage stellen, was ist denn für euch eine resiliente Stadt? Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Was ist eine resiliente Stadt oder was ist eine resiliente Institution? In meinen Augen eine, die funktioniert, die ihre wesentlichen Aufgaben auch dann noch erfüllen kann, wenn sich die Rahmenbedingungen plötzlich ganz schnell, ganz stark verändern, vielleicht auch stetig manchmal, aber jedenfalls die auf neue Situationen reagieren muss. Dankeschön. Dominik, ich sehe dich jetzt auch auf der Leinwand. Was ist für dich eine resiliente Stadt? Ja, für mich, ich kann das, oh Gott, Entschuldigung, jetzt habe ich meine Stimme, Moment. So, jetzt geht's. Und zwar, dass ich ein, Moment, wir kommen dass ich einen Notfallplan habe für diese Situation, wenn tatsächlich etwas ausfällt, dass ich dann sofort umschalten kann und sagen kann, ja, ich habe einen Plan B und es funktioniert alles weiter. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich also nicht nur für den Normalfall vorbereitet bin, sondern auch für den Fall, dass plötzlich Dinge ausfallen, dass ich dann mit wenigen Handgriffen sagen kann, ich mache 1, 2, 3 und dann funktionieren zumindest in Teilen Dinge wieder. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dankeschön. Vielleicht darf ich da direkt einhaken. Ich habe es ja in der Anmoderation erwähnt, dass du leider, muss man ja sagen, durchaus lebensnahe Erfahrungen hast. Was habt ihr denn in Neustadt für Schlüsse gezogen in Bezug auf Resilienz, nachdem ihr angegriffen worden seid? Ja, also der wichtigste Punkt ist, glaube ich, die Sicherung von Daten. Und zwar, wie komme ich auch an meine Daten noch, wenn ich nicht mehr digital darauf zugreifen kann? Wir haben tatsächlich, es klingt jetzt sehr altmodisch, aber wir haben die Bandsicherung, wie man sie ganz früher klassisch gemacht hat, haben wir wieder aktiviert. Das heißt, wir fahren immer eine gewisse Bandsicherung und lagern sie im Safe, sodass wir, wenn wir einen tatsächlich komplett digitalen Angriff haben, also gar nicht mehr auf digitale Infrastrukturen zurückgreifen können, dass wir dann eine Bandsicherung haben, wo alle Daten gesichert sind und wir diesen Stand wiederherstellen können. Das ist, ein Schritt eigentlich zurück, aber wir machen ihn parallel zu anderen Dingen. Ja, das, vielen Dank. Das sind ja vor allem auch technische Dinge. Wenn du Organisation und Kommunikation anschaust, was habt ihr da verändert oder was waren die Learnings? Die Sensibilität natürlich unter den Mitarbeitenden, denn der Angriff kommt ja sozusagen über ein Einfallstor, in dem jemand vielleicht etwas anklickt, was er nicht anklicken sollte. Und hier muss ich natürlich schauen, dass ich immer up-to-date bin, was neueste Sicherheitsstufen angeht, also beziehungsweise, dass ich die Mitarbeiterschaft so geschult habe, dass sie sehr sensibel sind. Das funktioniert noch sehr gut, weil wir jetzt noch kurz, jetzt 2, 3 Jahre nach dem Angriff sind. Aber auch das nimmt natürlich irgendwann wieder ab. Die Leute, Menschen werden wieder leichtsinniger, sage ich jetzt mal, unbewusst und natürlich nicht extra. Aber man muss immer wieder darauf hinweisen, Achtung, vorsichtig sein und alle Aktivitäten schnell melden. Und wir haben natürlich auch technische Überwachungssysteme installiert.
Dankeschön. Julia, du hast ja eben in deinem Vortrag mal so einen Schnellritt durch die Lage gemacht, kann man sagen. Wenn du das jetzt aus deiner Perspektive bewerten sollst oder einordnen sollst, was sind denn aus deiner Sicht die größten Schmerzpunkte in Bezug auf Cybersicherheit für Kommunen in Deutschland? Ich dachte, ich kann vielleicht mit was Positivem erst beginnen. Also ich meine, kurz wirklich auch was, also was positiv ist, ist, ich finde und ich merke, dass es auf der Ebene, das Bewusstsein ist da. Man ist allerdings halt auch ein bisschen hilflos, wenn so zum Beispiel ja, Personalmangel herrscht, wenn man vielleicht sozusagen auf der IT-Ebene und der IT-Leitung das verstanden hat, wenn man überhaupt eine IT-Leitung hat. Ja, es gibt natürlich auch Kommunen, die haben halt vielleicht eine halbe Stelle für das Thema und müssen dann ja aber auch sozusagen die politische Ebene überzeugen, dass dort jetzt was gemacht werden muss. So. Und dann kommt halt zum Wie. Und was ich halt positiv finde, ist, dass wir momentan natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, Wettbewerbsföderalismus ist hier mal was Positives, wir gucken uns mal an, was jetzt hier eigentlich gerade läuft, dann läuft halt sehr viel, aber natürlich auch sehr unterschiedlich. Also es gibt echt auch Bundesländer, wo ich jetzt gerade erwähnt hatte, die halt unterstützen, die auch Kommunen sozusagen Angebote machen, wie zum Beispiel jetzt neu in Hessen ein Business Continuity Management Schulung. So, das ist erstmal super, die gehen voraus, aber es gibt auch wirklich Bundesländer, die halt sowas nicht anbieten. Ja, und da sind wir auf der einen Seite wirklich, uns fehlt eine komplette Grundabsicherung von dieser Ebene, also dass wir wirklich sagen können, die Verwaltungen setzen die Mindeststandards um, so, wo wir ja wissen, die würden helfen. Mhm. Und bauen eine Resilienzfähigkeit auf. Und was wir aber, so, das, da haben wir politisch noch nicht die richtigen Instrumente gerade, um das sozusagen auch wirklich zu forcieren. Auf der anderen Seite sind wir natürlich jetzt schon in einer Lage, wo wir uns darum kümmern müssen, es gibt vielleicht bald eine Krisenlage, es wird vielleicht mehrere betreffen, so, wie gehen wir damit um? Und da werden auch Strukturen aufgesetzt, aber natürlich nicht in allen Bundesländern. Einige Bundesländer haben halt Krisenreaktionsteams, wie wir ja gesehen haben, die dann auch einspringen. Manche springen dann auch freiwillig ein, auch wenn sie nicht zuständig sind. Das ist auch an sich positiv, aber da müssen wir eigentlich flächendeckend versuchen, dass da auch die Bundesländer in die Verantwortung kommen und halt auch für die kommunale Ebene solche Teams und Kapazitäten schaffen, weil das ist momentan auch auf Bundesebene nicht so angelegt, ja, dass das BSI sozusagen dann jederzeit ausrückt. Also das sind, glaube ich, die Schwerpunktthemen. Auf der einen Seite müssen wir uns damit beschäftigen, dass es bald und öfter sozusagen passiert. Und auf der anderen Ebene schaffen wir es einfach nicht, die guten Standards flächendeckend umzusetzen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe und Ursachen, je nachdem natürlich auch, welche Kommunen man sich anschaut. Dankeschön. Das ist eigentlich ein guter Aufhänger für meine nächste Frage, weil es da ja auch, wenn du von Wettbewerbsföderalismus sprichst und davon, dass gute Lösungen, wie wir immer sagen, in die Fläche gebracht werden müssen, ist das eine gute Frage für dich, Jan, weil euer großes Programm, der zentrale Punkt ist ja, dass Wissens- und Erfahrungstransfer stattfindet, dass man gute Lösungen transferieren kann auf verschiedene Kommunen. Wie blickt denn das Bauministerium im Hinblick auch auf die Ausgestaltung der Förderung auf das Thema Cybersicherheit und auch allgemein auf Wissenstransfer? Ja, vielen Dank. In der Tat, bei uns laufen die Modellprojekte Smart Cities, großes Programm, Förderprogramm, in dem derzeit viele Lösungen entstehen. Wir finden das Thema IT-Sicherheit eigentlich eine notwendige Voraussetzung, weil wenn man Vertrauen in digitale Lösungen haben will, dann muss man IT-Sicherheit machen. Deshalb ist das auch ein zentraler Punkt bereits in den Förderbedingungen gewesen. Und wir bemühen uns im Weiteren natürlich, das zu unterstützen. Einerseits, indem wir Aufmerksamkeit auf den Punkt richten, aber andererseits auch, indem wir versuchen, Smart City spezifische Punkte aufzuarbeiten. Das tun wir gemeinsam mit dem Smart City Referat des BSI. Unter anderem jetzt im letzten Jahr sind Handreichungen erschienen, wo es um IoT-Netzwerke ging, die ja sehr typisch sind für verschiedene Smart City-Anwendungen.
Es gibt jetzt auch ein neueres Projekt, was sich eben um die Datenplattform als einen zentralen Punkt in Smart City-Anwendungen kümmert. Und diese Informationen, die da erarbeitet werden und die auch in weiteren Projekten der Begleitforschung erarbeitet werden, gehen an die Modellprojekte im Wissenstransfer, aber nicht nur dahin, sondern der Wissenstransfer der Modellprojekte richtet sich auch darüber hinaus ja an alle Kommunen und soll auch dahin mit transferiert werden. Ja, ich würde gerne zu einer Sache eine kurze Nachfrage stellen, weil du das auch gestriffen hast. Wir haben ja ein bisschen die Herausforderung beim Thema Digitalisierung, auch bei Cybersicherheit, dass wir sehr viele Zuständigkeiten haben. Wie blickst du darauf, wenn du auf den Bund blickst und auch aus der Perspektive des Bauministeriums? Naja, wir sind in der Tat das Bauministerium, was hier ein Förderprogramm verantwortet, was Kommunen fördert und zwar modellhaft fördert und nicht in der Fläche. Das heißt, wir können natürlich jetzt aus der Bundesperspektive, das hat Frau Faeser in ihrer Rede eben auch gesagt, natürlich nicht die IT-Sicherheit der Länder und der Kommunen entsprechend an der Stelle verantworten. Wir können nur unterstützen in einem gewissen Umfang, was wir eben auch hier in diesem Förderprojekt versuchen zu tun. Dazu kommt, innerhalb des Bundes ist es natürlich so, das BSI und das BMI sind grundsätzlich erstmal für die IT-Sicherheit als solches zuständig. Wir kümmern uns trotzdem drum, weil wir das Thema einfach für sehr wichtig halten, wie ich eben gesagt habe, um auch dem Vertrauen gerecht zu werden, was man in solche Lösungen setzen muss. Und versuchen deshalb eben für diesen spezifischen Bereich der Smart Cities dort zu unterstützen mit entsprechenden Informationen. Dankeschön. Dominik, das war jetzt die Perspektive einmal aus Bundessicht, einmal aus der Wissenschaft, aus Expertinnensicht. Wie unterscheidet sich denn dieser Blick von deinem konkreten Blick vor Ort? Was würdest du dir als Bürgermeister wünschen? Welche Rahmenbedingungen bräuchte es aus deiner Sicht? Ja, tatsächlich, jetzt habe ich eine Stadt mit 45.000 Einwohnern, also ich habe knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, also ich habe auch einen gewissen IT-Bereich und wir haben auch aktuell ausreichend Personal. Aber es ist natürlich ein Punkt, BSI-Standard zum Beispiel, hatten wir vorhin ganz kurz mal gehört, das sind Standards, die sehr gut sind, die sehr hoch sind. Aber ich muss natürlich schauen, wie ich als Kommune diese Standards erfüllen kann und wie ich das mit den Worten, die ich habe, machen kann. Und da habe ich natürlich beim Thema Rekrutierung von Personal bin ich natürlich begrenzt. Wir sind in der Region Hannover, wir haben also das Land Niedersachsen, die Region Hannover, die Stadt Hannover als Arbeitgeber rund um uns rum und können natürlich vielleicht nicht die Gehälter bezahlen, die entweder größere Städte bezahlen können oder aber auch private zahlen können. Das heißt, bei der Eigenvorsorge ist es ja ganz wichtig, dass ich gut aufgestellt bin, personell und finanziell. Und da bin ich immer wieder so beim Thema, was kann denn eigentlich Land und Bund vielleicht grundsätzlich mit mehr Kraft und mit mehr Manpower sozusagen für Dienstleistungen regeln und was machen wir selber? Und das ist, glaube ich, ein Thema, auf dem wir dann intensiv anschauen müssen. Wie leistungsfähig sind denn die Kommunen, um das herzustellen? Natürlich kann eine Hauptstadt oder eine große Stadt nochmal ganz andere Dinge bewegen, aber wir als mittelgroße Stadt müssen natürlich schauen, ja, was können wir wirklich davon umsetzen und wie können wir uns das leisten? Und da braucht es vielleicht bestimmte Sachen, die abrufbar sind, auch auf so einer Länderebene oder von der Bundesebene oder auch bestimmte Förderprogramme. Das muss man sich dann intensiv anschauen. Wir, sage ich jetzt mal so, wir kämpfen zusammen mit unserem Stadtrat, der jetzt für das Thema auch sehr sensibel ist, und überlegen, welche Investitionen tätigen wir, um möglichst sicher dazustehen und Bürgerinnen und Bürgern auch bei einem möglichen Angriff dann noch bestimmte Dienstleistungen anbieten zu können. Aber hier kämpft, finde ich, im Moment noch jede Kommune so ein bisschen für sich alleine. Dankeschön. Ich glaube, das bringt uns zu einer sehr wichtigen Frage, die wird gerade auch in den Arbeitszusammenhängen des Deutschen Städtetages diskutiert, nämlich die Frage, ob kommunale Verwaltungen unter Kritis fallen sollten. Und Julia, da würde ich dich mal bitten, das vielleicht mal einzuordnen. Was würde das bedeuten? Welche Auswirkungen hätte das? Was sind aus deiner Sicht Vor- und Nachteile?
Ja, also an sich ist die kommunale Verwaltung natürlich kritische Infrastruktur. Was sie jetzt momentan nicht ist, ist sozusagen, sie hat keine Vorgaben. Also sie ist nicht in der Verordnung der kritischen Infrastruktur sozusagen mit drin, wo dann zum Beispiel Maßnahmen definiert werden, aber halt auch Schwellenwerte etc., wie zum Beispiel auch bei Strom, Wasser, Energie etc. Genau, also das ist was man natürlich machen könnte und auch mit bestimmten Schwellenwerten belegen könnte. Das war jetzt auch gerade Diskussion auf europäischer Ebene, wo man dort die Richtlinie, die NIS 2.0, die auch auf kritische Infrastruktur sozusagen abzielt und auf die Erhöhung der Resilienz und IT-Sicherheit bei denen. Dort wurde diskutiert, da war aber auch Deutschland so ein bisschen der treibende Kraft, da die kommunalen, also die Local Governments rauszuziehen. Da warten wir gerade noch auf die finale Fassung, ob sozusagen Local Governments, wie groß, wie klein denken die das auf EU-Ebene. Da kenne ich jetzt momentan die komplette Definition nicht und die wird natürlich schon auch vielleicht nochmal interessant. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wir müssen diese Richtlinie in Deutschland umsetzen. Wir hatten jetzt gerade ein Update vom IT-Sicherheitsgesetz, wo wir das nicht mitgemacht haben, wo die Kommunalen wieder ausgeschlossen wurden. Wir können natürlich in dem nächsten Gesetz das angehen. Ich finde das an sich schon wichtig und interessant, weil viele natürlich, also es würde sozusagen erstmal eine Art Mindestdruck, den alle haben müssen, aufbauen. Aber ich glaube, das Komplizierteste ist dann sozusagen wie, weil wir halt sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen haben, von kleinen Kommunen bis Landkreisen. Wir haben verschiedene Situationen in den Bundesländern und ich denke, bevor wir das machen oder indem wir das machen, müssen wir mitbedenken, was tun wir dann, wenn wir da sozusagen Verpflichtungen schaffen? Gibt es dann Förderprogramme zum Beispiel? Es gibt schon Förderprogramme in Bayern. Ja, da kann man sich halt natürlich auch vielleicht ein paar so Learnings rausziehen. Wie hat das funktioniert? Es gibt in Bayern aber auch zum Beispiel ein Siegel, was so ein bisschen, also was schon ziemlich nah auch am IT-Grundschutz dran ist. Wenn wir aber nur das machen und sagen, okay, ihr müsst umsetzen, aber keiner prüft. So, uns fehlen halt eigentlich die Auditors dafür. So, also da hängt dann ein Rattenschwanz dran, wo wir halt schon auch strategisch überlegen müssen, erstmal prüfen, wer ist auch wie aufgestellt. Also die zum Beispiel schon ein Information Security Management System haben, was auch wirklich einige Landkreise und Städte und so weiter sind natürlich. Für die wäre dann Angebot interessant, so vielleicht auch ein Pentest, das mal machen und so weiter. Die sind ja schon weiter. Dann gibt es aber ja einige, die haben noch nicht mal ein Information Security Management System oder noch nicht mal einen IT-Sicherheitsbeauftragten, der sich darüber Gedanken machen kann. Das wissen wir, weil in Sachsen gibt es ein Gesetz, wo gesagt wird, hier, ihr müsst eigentlich ein IT-Sieber haben, aber es werden nicht von allen zurückgemeldet. So. Also es gibt so 30% dort, die sozusagen dann noch keine haben. Und da gibt es aber auch keine Maßnahmen, die danach folgen. Also alleine jetzt zu sagen, okay, wir schaffen jetzt sozusagen mit der Verordnung ein Verpflichtungen, das alleine wird es nicht bringen, wenn wir nicht sozusagen strategisch und systematisch dann rangehen, auch wie können wir dann auch wirklich diese Resilienz garantieren und da braucht es dann noch andere Maßnahmen, andere Mittel. Wenn ich dich jetzt ganz, ganz hart fragen darf, du hast ja gerade das beschrieben, vielleicht auch deine persönliche Meinung, kritisch ja oder nein? Ich würde sagen ja. Aber mit. So. Ja, aber auch. Dominik, dir würde ich diese Frage auch gerne nochmal ganz explizit stellen. Du hast ja erwähnt, knapp 45.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Da ist die Struktur anders als bei Hamburg, Berlin oder München. Wie blickst du auf diese Frage? Ja, also ganz grundsätzlich würde ich auch sagen, ja. Also die Städte sollten darunter fallen. Aber tatsächlich, dann ist die große Frage des Wies und wie man es dann hinbekommt. Und da muss ich in vielen Punkten, was wir gerade gehört haben, zustimmen. Ich muss natürlich dann dafür sorgen, dass auch noch die kleineren Kommunen dann Möglichkeiten haben, diese Sachen auch wirklich so herzustellen. Und da frage ich mich dann manchmal, ob man nicht auf Länderebene Strukturen schaffen kann, wo ich sagen kann, ja, da kann ich dann bestimmte
sage mal, Standards abrufen und die werden dienstleistend übernommen. Und das gibt es ja auch. Es gibt ja auch, ich sage mal, öffentlich-rechtliche IT-Dienstleister, die sowas theoretisch machen könnten, die also sozusagen dann bestimmte Angebote schaffen können. Und dann muss ich als Kommune natürlich auch meinen Beitrag dazu leisten, das ist ganz klar. Aber ich glaube, ohne ein gewisses Know-how von oben, von größerer Stelle, werden insbesondere kleine Kommunen das nicht schaffen können. Bei großen Städten, habe ich ja schon gesagt, und dann hast du ja auch gerade gesagt, da sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, das ist das Wichtige, dass man dann Menschen an die Hand nimmt und sagt, okay, das ist der Weg dahin, und nicht einfach ein Gesetz vorgibt und keine Lösung anbietet, wie ich dann dahin komme und es dann nicht einhalten kann. Dann würde ich sagen, dann noch nicht. Also wenn ich das noch nicht habe, also ich sollte vielleicht erstmal den Katalog erarbeiten, wie komme ich dahin, wie schaffe ich, dass jede Kommune kritisch Struktur feilen kann und dann das Gesetz einzuführen oder die Regelung einzuführen. Und nicht erst die Regelung und dann zu überlegen, wie kommen wir hin. Das würde ich in diesem Punkt ganz, ganz wichtig finden. Und ich glaube, diese Diskussion über den Weg dorthin, die würde allein schon enorm viel helfen, weil dort viele Kommunen selber aktiv werden würden. Von daher würde ich mich hier mehr an sehr aktive Diskussion wünschen, aber vielleicht noch keine endgültige. Dankeschön. Jan, du wolltest auch was ergänzen. Ja, ich würde vielleicht einen Punkt ergänzen wollen für den einen oder anderen, der hier sitzt und in einem Unternehmen ist, was im Grunde genommen kritische Infrastrukturen bereitstellt, das im kommunalen Besitz vielleicht ist oder Mitbesitz ist. Unternehmen als solches fallen ja durchaus unter die Kritis-Regelung, die es jetzt schon gibt für den Bereich für den IT-Bereich eben. Insofern kreist die Diskussion dann konkret in diesem Fall um die öffentlichen Stellen selber. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, weil viele dieser Leistungen, die ja heute durchaus aus einer Bürgersicht, aus der Kommune erbracht werden, werden natürlich von Unternehmen erbracht, die auch heute schon kommunale, also die kritische Dienstleistungen erbringen und entsprechenden Regelungen unterliegen. Ja, danke für die Ergänzung. Das denke ich, das war nochmal wichtig. Wir haben ja jetzt einen Block Rahmenbedingungen gehabt und in einem zweiten Block geht es auch um Rahmenbedingungen, aber um die immer automatisch auftauchen, nämlich, ich nenne das jetzt mal Faktor Mensch. Also wir wissen ja, gerade im IT-Bereich, gerade bei Digitalisierungsexpertinnen und Experten, da haben wir einen Fachkräftemangel und der öffentliche Sektor leidet da besonders, weil man natürlich sozusagen mit dem, was Wirtschaft teilweise zahlen kann, eben nicht konkurriert. Jan, ich würde gerne an dich diese Frage weitergeben, weil ihr ja natürlich damit auch konfrontiert seid, wenn man auf das Förderprogramm schaut. Was kann es aus deiner Sicht da für Lösungen und Konzepte geben, auch in der Förderung, und was sind da die Gedanken, die ihr euch dazu macht? Naja, ohne Fachkräfte geht es nicht, ohne Personal generell geht es nicht. Ein Problem, was wir jetzt nicht nur in der IT-Sicherheit da haben, da aber ganz besonders in der Tat. Die Frage, glaube ich, fängt noch ein bisschen früher an, wie kriegen wir die Leute? Die fängt nämlich da an, wo muss ich eigentlich selber an dieser Stelle etwas machen und wo kann ich vielleicht was gemeinsam machen und kann insofern auch das IT-Sicherheitsthema gemeinsam machen und auf diese Art und Weise sozusagen auch mit den Ressourcen, die da sind und die endlich sind, auch im Markt, sinnvoll umgehen. Wir haben innerhalb der Modellprojekte für verschiedene Dinge Entwicklungsgemeinschaften. Möglicherweise ist das auch für Betriebsfragen, die so zentral und so querschnittlich sind wie die IT-Sicherheit, eine Fragestellung, die man da mal näher angucken muss und vielleicht auf diese Art und Weise erstmal was gemeinsam machen kann. Das ist nicht die Lösung für alles, keine Frage. Danach kommt dann in der Tat auch die Frage, wie gewinne ich die Leute, die sich ganz konkret und eben auch mit einer entsprechenden Aufmerksamkeit bei der Leitungsebene dann um das Thema kümmern, denn ohne geht es natürlich nicht. Mhm. Vielen Dank auch nochmal, dass du die Entwicklungsgemeinschaften angesprochen hast. Das ist ja auch eine sozusagen Sichtweise, die sich so ein bisschen weiterentwickelt hat. Das Förderprogramm oder auch viele Dinge sind ja durchaus darauf angelegt, Modelle zu haben mit Best Practices, die zwar übertragen werden sollen, wo aber man durchaus manchmal das Problem hat, dass so ein Wettbewerbscharakter entstehen kann.
Und ich glaube, da hat sich sowohl bei euch als auch im Deutschen Städtetag sozusagen die Sichtweise nochmal stark fokussiert darauf, dass Kommunen vor allem zusammenarbeiten müssen. Wir haben das in einem Positionspapier, das heißt Lichtermeer statt Leuchttürme, mal einmal beschrieben, was die Erwartung der Städte an zukünftige Förderung ist. Dominik, ich habe dich eben öfters nicken sehen bei dem, was Jan Möller gesagt hat. Du hast schon eben, als du über die Learnings gesprochen hast, über Sensibilisierung gesprochen. Was sind denn so deine Wege auch, um neue Leute zu gewinnen, um Leute zu halten? Was habt ihr euch in Neustadt da überlegt und was sind vielleicht auch Hürden? Ja, man greift am Ende, glaube ich, alle auf die gleichen Bordmittel zurück. Also wir kämpfen ja alle um das gleiche Personal und wir haben ein sehr moderne Stadtwerke haben wir, die tatsächlich über einen sehr hohen Markenauftritt und über eine, Erneuerung oder Verjüngungskampagne tatsächlich Aufmerksamkeit erregen und tatsächlich dadurch auch Personal gewinnen. Also das heißt, das Thema, wie präsentiere ich mich eigentlich als Kommune, wie kann ich über Arbeitgeber dastehen, was biete ich meinen Mitarbeitenden an, wie kann ich moderne Arbeitswelten schaffen. Wir bauen jetzt gerade ein neues Rathaus, das kommt uns vielleicht ein bisschen zugute. Wir wollen aber auch uns als Arbeitgebermarke besser präsentieren. Da arbeite ich gerade dran, wie wir also, einfach im Auftritt besser ankommen. Denn die Menschen können sich ja den Arbeitgeber aussuchen. Und natürlich muss ich schauen, wie hebe ich mich von anderen ab. Und das ist unglaublich schwer als kommunale Verwaltung. Ich habe einen Tarifvertrag öffentlicher Dienst, der in vielen Punkten sehr gut ist, aber der auch in vielen Punkten sehr starr ist, wo ich also sehr wenig Möglichkeiten habe, mit Geld oder mit bestimmten Anreizen was zu machen. Es gibt für den IT-Bereich das Thema Fachkräftezulage, das gibt es tatsächlich unter bestimmten Voraussetzungen, die relativ streng sind, aber immerhin gibt es das. Nichtsdestotrotz ist der Tarifvertrag natürlich dann für alle Bereiche anwendbar. Da haben wir als Kommunen so eine Herausforderung. Wir haben wirklich von denjenigen, die handwerklich aktiv sind, von denjenigen, die wirklich am Schreibtisch das zur Verwaltung machen, bis zu den IT-Leuten, die fallen alle unter den gleichen Tarif. Und das ist natürlich manchmal nicht ganz einfach, dann Rahmenbedingungen zu schaffen, die uns besonders attraktiv als Arbeitgeber zu machen. Und da müssen wir halt schauen, wie können wir das machen, wie können wir also gutes Personal gewinnen und halten. Wie gesagt, bin ich jetzt persönlich froh, dass ich ein gutes Team habe, aber ich habe natürlich auch jederzeit Angst, dass gutes Personal abwandert und das ist eine große Herausforderung und damit geht auch viel Know-how verloren und das macht es dann besonders schwierig. Mhm. Julia, ich würde dich gerne nochmal zum Thema Awareness fragen. Ihr habt da ja viel Erfahrung. Was sind gute Wege, um zu sensibilisieren, um Awareness zu schaffen? Ja, also Awareness-Programme sind momentan so natürlich das Erste, was halt dann gemacht wird. Ja, und das schiebt es aber dann manchmal das Thema so auf die Mitarbeitenden und dann soll es damit dann getan sein. Also das kann halt natürlich nicht zu IT-Sicherheit führen, wenn man dann gleichzeitig noch Windows 95 wegen einem Fachverfahren laufen lässt oder Windows 2000 so, dann bringt halt auch die Awareness-Schulung so gar nichts. Also das finde ich erstmal wichtig zu sagen. Also Awareness-Schulungen sind natürlich wichtig, aber sie sind halt nur eine kleine Maßnahme und momentan auf der Ebene ist es natürlich so die günstigste, die man nehmen kann. Und damit soll dann das Thema getan sein. Also da kann man das ja wirklich nicht auf die Mitarbeitenden schieben, vor allem nicht, wenn man zum Beispiel andere Maßnahmen wie Netzwerksegmentierung etc. gemacht hat, um dann sozusagen auch einen Vorfall ordentlich mitigieren zu können oder sich darauf vorzubereiten. Von daher fand ich, was jetzt hier schon angeklungen ist, ich glaube, man muss es ein bisschen differenzierter betrachten. Man hat natürlich von der Mitarbeitendenebene muss man eine gewünschte sozusagen Grundkenntnis haben. Aber woher soll man die kriegen? Die ist auch immer noch in unserem Bildungssystem nicht besonders gut verankert. Also das sind vielleicht Dinge, wo man halt mit der Bildungspolitik nochmal rangehen kann. Auch gehört für mich halt zur Digitalkompetenz dazu. Das würde schon mal ein bisschen helfen. Dann haben wir aber auf der Ebene auch viele Zuständige, die natürlich IT machen, aber die machen auch nicht IT-Sicherheit oder sind keine Experten, Expertinnen im Bereich IT-Sicherheit. Und
da, ich finde den Ansatz, da jemand zu haben, der Informationssicherheitsbeauftragter ist, nicht schlecht, aber das machen halt teilweise ja dann auch Leute, die eigentlich sozusagen auch die Expertise sich erstmal aufbauen müssen. So, die müssen dann auch die Schulung bekommen können, die müssen auch die Zeit bekommen können, sich damit zu beschäftigen. Und wenn wir aber dann in die richtigen sozusagen IT-Sicherheitsmaßnahmen gehen, dann braucht man halt auch noch mehr Expertise und auch noch mehr Zeit, sich diese Expertise zu holen. Und dann ist es natürlich besser, wenn man im Team arbeiten kann und so. Und deswegen, was man schon sieht, ist ja, dass sich Kommunen zusammentun, dass halt auch IT-Dienstleistende sich zusammentun und sozusagen da auch einen eigenen Bereich aufbauen. Weil nur so, glaube ich, kommen wir halt auch in einem Level, wo wir dann auch mit größeren Vorfällen gut umgehen können. Und da stellt sich halt wiederum die Frage, muss das alles auf der kommunalen Ebene sozusagen, also diese krasse Expertise zum Beispiel bei einem größeren Vorfall oder so, muss das auf der Ebene sozusagen geleistet werden oder könnte man da halt auch eine Pooling-Strategie bauen oder eine größere Struktur, wo sozusagen auch die Weiterbildung garantiert ist, wo man ständig halt auch als vorfallsbearbeitende Person zum Beispiel mit Vorfällen konfrontiert ist und dadurch natürlich auch immer wieder lernt etc. Also sozusagen die Bildungsstrategie für verschiedene Zielgruppen und genau, Awareness ist halt nicht sozusagen das einzige Mittel, was es dann sozusagen bringt. Mhm. Hast du vielleicht, ihr arbeitet ja auch viel international, gute Beispiele oder vielleicht sowas, wo man sagen kann, das sind richtige Frontrunner, an denen kann man sich orientieren, was funktioniert da gut? Ja, Beispiele zu finden, die jetzt so komplett auf Deutschland anwendbar sind, ist wegen unserem föderalen System und wie wir sozusagen gewachsen sind und auch wie auch unsere unsere IT-Systeme sozusagen auf der Ebene gewachsen sind. Und deswegen finde ich es hier auch besonders spannend, weil natürlich das gehört alles mit zur Digitalisierung. Also wie wir digitalisieren und wie wir sozusagen Fachverfahren zum Beispiel digitalisieren, hat Auswirkungen auf, wie gut die IT-Sicherheit organisiert sein kann. Und da haben wir halt in Deutschland auch einfach nicht ein einzigartiges, aber man kann jetzt nicht sozusagen sagen, okay, die haben das so gemacht und so können wir es auch machen. Es gibt natürlich Länder, die ähnlich sind, zum Beispiel USA, so, die haben halt eine ähnliche Herausforderung, dass die Bundesebene nicht alles vorgeben kann und die spielen da auch mit verschiedenen Förderprogrammen, Gesetzgebungen, Schulungen etc. Da kann man wahrscheinlich auch nochmal Dinge rausziehen, zum Beispiel machen die halt viel mehr auch so Krisentrainings, Szenario-Trainings etc., was man bei uns jetzt noch nicht so viel sieht. Die Esten haben zum Beispiel ja einfach eine Grund-IT-Sicherheit-Infrastruktur und sind deswegen auch ständig am Üben, ja, weil die haben halt das umgesetzt, aber was will man dann umsetzen, wenn sozusagen die Grundlagen noch nicht, oder was will man üben, wenn die Grundlagen noch nicht komplett umgesetzt sind. Von daher, man kann sich, glaube ich, gut Formate abgucken, aber strukturell fehlt eigentlich in Deutschland auch eine gute Datenlage, wie ich gerade meinte, so, die immer erhebt, wer hat jetzt wie die Bedarfe, was funktioniert eigentlich schon gut, was müssen wir auf regionaler Ebene umsetzen, was auf Länderebene, was auf Bundesebene und dass wir da halt eigentlich mit uns selber, wenn wir gemeinsam das mal machen würden, glaube ich, ganz, ganz gut auch vorankommen würden. Du hast ja erwähnt, also man hat ja öfter die Gefahr, sage ich mal, wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um IT-Sicherheit geht, dass das direkt in einer technischen Ecke landet und abgehakt. Und das hast du ja betont, dass eben Sensibilisierung, auch Bildung und Wissen für alle gelten muss. Dominik, ich würde dich da gerne fragen, wie siehst du denn das Thema für die Stadtspitze? Wir haben ja oft, sagt man bei Themen, das ist Chefsache. Wie ordnest du Cybersicherheit bei dir ein und was heißt das vielleicht auch für deine Abläufe? Ja, auf jeden Fall muss es ganz oben angesiedelt sein, weil ich glaube, es ist ja ein Thema, was vieles manchmal auch etwas umständlicher macht. Also wenn ich natürlich gar keine Regeln im E-Mail-Verkehr habe oder wenn ich keine Sicherheitssysteme habe, dann kann ich riesige Dateimengen per E-Mail hin und her schicken. Die Mitarbeitenden finden das super, weil es ganz einfach ist.
aber ich muss Regelungen vorgeben. Das heißt, ich muss sagen, es gibt nur bestimmte Dateigrößen können wir auch nicht mehr empfangen. Also wir haben zum Beispiel alte Word-Dokumente, wo sich oft Trojaner mit drin finden, die haben wir ja, die sortieren wir rigoros aus. Das bedeutet hier eine Umstellung für alle, die mit uns kommunizieren. Und wenn ich das von oben nicht vorgebe oder sage, das müssen wir jetzt machen, dann würde keiner freiwillig das machen. Denn man ist natürlich bequem. Jeder ist bequem und im Privaten wie auch im Beruflichen. Und deshalb muss ich natürlich sagen, es gibt bestimmte Regeln und jeder muss sich dran halten. Und dann merkt man ganz schnell, das funktioniert auch gut. Und das ist so dieses klassische, wie gesagt, Änderungsprozess, ja, wo erstmal alle sagen, oh nein, das war doch bisher alles gut, ich will alles so, wie es vorher war. Nein, das funktioniert nicht mehr. Das sind manchmal gar keine drastischen Einschnitte, aber es ist halt einfach eine Umstellung, wie gehe ich mit USB-Sticks, diese klassischen Themen um. Und von daher ist das Chefsache, was heißt Chefsache? Ich habe dann noch einen ersten Stadtrat, einen allgemeinen Vertreter, der auch die IT-Abteilung grundsätzlich unter sich hat. Aber wir besprechen all diese Dinge schon ja, gemeinsam, sodass ich auch in den Entscheidungsprozessen stark involviert bin. Und das ist ja auch ein Learning, also das, was wir eben auch gerade gehört haben. Man muss voneinander lernen und ich nehme neue Impulse von anderen Kommunen mit, andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Und dann müssen wir uns austauschen und die besten Lösungen finden. Und da kann es aber, ist unabdingbar, dass das Thema Chefsache ist. Denn wir haben es gemerkt, als wir andere packen, es funktioniert nichts mehr. Und das bedeutet, dass ich sowieso sofort drin bin im Thema und deshalb ist es ganz wichtig, auch von Anfang an dabei zu sein und diese Entscheidungen, die getroffen werden, mitzutragen und aber auch in die Belegschaft zu transportieren oder auch nach draußen zu transportieren und zu sagen, ja, wir sind hier so und so aufgestellt, bestimmte Regeln gelten und an die müssen wir uns alle halten. Und das kann ich dann nur als Bürgermeister oder als Führungskraft, je nachdem, was ich für eine Einrichtung habe, von oben muss ich das ganz stark machen. Dankeschön. Ja, ich würde gerne jetzt in einem dritten Block, einem kürzeren dritten Block, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr, nochmal den Blick richten auf, wir reden natürlich immer viel darüber, welche Rahmenbedingungen es braucht, also was müssen Bund und Länder tun, was ist die Erwartungshaltung. Jetzt möchte ich mal aus deiner Perspektive fragen, also aus der Bundesperspektive, was müssen denn aus deiner Sicht Städte ganz konkret tun, was ist auch die Erwartungshaltung und ja, vielleicht auch nochmal in Verbindung mit den großen Förderprogrammen und mit Blick in die Zukunft? Ja, wir wollen alle Digitalisierung, das wollen wir auch in den Modellprojekten und probieren deshalb auch neue Dinge aus. Das ist wichtig und richtig, das zu tun. Aber man muss, glaube ich, immer mitdenken, das machen wir ja nicht, um es mal auszuprobieren und dann wieder aufzuhören, sondern potenziell werden das Infrastrukturen, zumindest aber Anwendungen. Und für Anwendungen und gerade auch für Infrastrukturen muss man natürlich dieses IT-Sicherheitsthema von Anfang an mitdenken. Es gibt da viele Stichworte, Security by Design etc. auch, aber im Grunde genommen geht es nur darum, am Anfang nicht zu sagen, ich gucke nur, ob die Funktionalität passt und um alles andere rundherum kümmere ich mich später. Das kann man und sollte man an dieser Stelle nicht tun, sondern wenn man sagt, okay, das ist etwas, das löst auf Dauer für uns vielleicht ein Problem, dann muss die IT-Sicherheit von vornherein eben mit drin sein. Und das trifft nicht nur den technischen Teil, das trifft eben auch den organisatorischen Teil und damit auch die Leitungsaufmerksamkeit in den entsprechenden Kommunen. Dankeschön. Julia, du hast eben, habe ich gesehen, ein bisschen genickt. Was würdest du denn einer Stadt raten, was sie machen soll? Was sind so die wichtigsten Schritte? Ja, also wenn die Stadt schon, die Stadtspitze quasi schon sich dem Thema bewusst ist, geht es natürlich darum, ein Referat zu haben, was halt sozusagen auch in der Lage ist, die Grundstandards, IT-Grundschutz zum Beispiel, aber halt auch Business Continuity Management zu garantieren. Und da geht es natürlich auch um finanzielle Mittel, aber halt auch dem Thema genug Aufmerksamkeit zu geben, gegebenenfalls Personalstellen halt auch zu schaffen. Das wäre ideal und ich meine, bei Städten sprechen wir ja auch schon von sozusagen, wo sozusagen viele Einwohner auch sind. Ja, das ist vielleicht was sozusagen diese Vorstellung für eine kleinere Gemeinde mit 5000 Einwohnern Zuständigkeit
da sozusagen gesamtes IT-Referat zu haben. Da muss man, glaube ich, differenzieren. Aber für Städte ist es halt, glaube ich, sozusagen die Grundannahme. Und dann geht es halt darum, sich natürlich auch zu vernetzen, ja, auch bewusst zu sein, was habe ich sozusagen eigentlich für Angebote und Unterstützungsleistungen von Land und Bund. Und diese halt auch mit zu verbessern. Weil zum Beispiel, wenn es um Warn- und Informationsdienste geht, hatte ich ja kurz angesprochen, gibt es gerade verschiedene. Wenn man da zum Beispiel auch merkt, also irgendwie so richtig hilft uns das nicht oder meine zuständige Person, die nutzt es nicht, dass da halt auch die politische Leitung da auch ein bisschen Druck macht und halt auch sagt, ja, also was ihr hier anbietet, ist sehr schön, aber so richtig funktioniert es noch nicht, vielleicht können wir das anders und besser machen und sich da halt auch einbringen in solche politischen Diskussionen in dem Sinne. Vielen Dank. Die Uhr hier auf dem Monitor hat schon eine rote Anzeige. Das heißt, wir müssen zum Ende kommen. Ich würde sagen, was man mitnehmen kann aus dieser Runde ist, da fand ich es von dir sehr treffend, Julia, Awareness ist gut, ist wichtig, aber reicht natürlich nicht. Wir brauchen entsprechende technische Infrastruktur und Sicherheit eben auch technisch. Was das Personal betrifft, Pooling kann eine gute Lösung sein. Und es braucht eben auch den politischen Willen und den politischen Willen, dass es Chefsache ist, um Dominik da nochmal zu zitieren. Vielen Dank an die Runde, vielen Dank an Sie alle, dass Sie so aufmerksam zugehört haben und noch eine ganz spannende und tolle Zeit auf der Smart Country Convention.